meine Lieben. Ja, ich komme jetzt mit Wassermann. Drehung bewegt danach. Was ist beim Wassermann denn los? Ja. In der Vergangenheit, Gegenwart und nahe Zukunft. Ja, was spielt sich da ab? Ja. Vergangenheit. Gegenwart. Zukunft. Yes, ist Gott. Die ist ja geflogen, du. So. Wassermann. Uff. Die Energie ist ganz stark. Ja. Was ist bei dir? Vergangenheit. Ui. Eine Geschichte, Jesus Gott. Gegenwart. Unbewusste Ebene. Und Zukunft. Oh, auch eine Geschichte. Was kommt in Zukunft auf dich zu, Wassermann? Wassermann, was ist bei dir los? Ich muss schnell schauen, ob Kamera richtig läuft und alles gut ist. Ja. Das ist okay. So, uiuiui, was ist bei Wassermann? Trennung. Ui, Trennung. Alles geht schnell kaputt. Etwas bricht zusammen, plötzliche Trennung, plötzlicher Wechsel im Leben. Ja? Es musste eine Entscheidung treffen, dass die Entscheidung für Trennung war. Ja. Oh. Also, man war nur zusammen wegen Co-Abhängigkeit innerhalb von Partnerschaft. Jemand hat dich gebraucht oder du hast jemanden gebraucht wegen Finanzielles. Aber ihr habt schon lange jemand anders gehabt, du und dein Ex-Partner. Und das alles war hoffnungslos bei euch. Ja? Und ihr wolltet beide neu anfangen in der Liebe. Deswegen kam zum Trennung. Okay? Das war die Vergangenheit. Gegenwart. Ja, das war ein Hin und Her zwischen euch. Ah! Und das hat dir sehr Angst gemacht und du hast es bereut. Du hast es bereut, diese Hin und Her mit deinem Ex-Partner. Schon längstens, du hast schon lange jemand anders und er auch, ja. Aber jetzt unbewusst geht es dir gut, du weißt es, es kommt Happy End. Aber es muss es so sein, ja, du hast es gespürt. Und du hast auch Verständnis, dass es vorbei ist zwischen euch, schon längstens. Zukunft. Du wirst Erfolg haben. Aber du bist ein bisschen misstrauisch in Sache Liebe wegen dieser Trennung, die du gehabt hast. Öffne dich, ja? Öffne dich. Und jetzt, das ist immer noch jetzt im Sommer, bis nächstes Sommer, ja? Wirst du Erfolg haben. Du wirst Erfolg haben und Eroberung am Ziel sein in Sache Liebe, ja?
Und ja, Moment. Und hier, was ist noch hier? Synchronizität ist ganz wichtig bei dir. Yin und Yang Energie, ja? Yin und Yang Energie ist sehr wichtig bei dir, im Balance zu sein für deine Zukunft, ja? Was ist in Sache Liebe? Wow, es kommt jemand Neues. Und du hast ihn schon lange, ja? Dein Liebesleben erreicht eine neue Stufe. Es wird eine neue Stufe geben, diese jemand, die du hast schon. Und er ist sehr, sehr Einfühlungsvermögen, ja? Und sehr, sehr, sehr freundlich, ja? Und ich möchte noch eine Karte da dazu nehmen. Für für dich, ja? Vergebung. Du musst vergeben deine Vergangenheit. Lausch in dich hinein, finde heraus, was hinter deinen Gefühlen steckt. Und du wirst mehr geliebt, als du dir jemals vorstellen kannst. Denk stets an, ich liebe dich. Diese jemand liebt dich. Verliebtheit. Schau mal die letzte Karte. Ja? Du wirst glücklich sein mit dieser jemand, die du schon hattest. Schon da. Ja? Alles Gute. Wassermann. Bye.